heißt Ernst Müller. Ich bin Geschäftsführer der Firma Ernst Müller GmbH in Stuttgart. Wir sind ein alteingesessenes Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung, mit dem Vertrieb von Kisten, Paletten, Mehrwegverpackungen, Exportverpackungen beschäftigt. Unser altes, selbstprogrammiertes ERP-System war noch unter DOS-Basis. Und dieses galt es zu ersetzen. Die Software-Funktionalitäten sollten so eng wie möglich mit den Aufgaben und Prozessen verknüpft werden, die tagtäglich in unserem Unternehmen anfallen. Akkadon bot uns letztendlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, funktional den ausgereiftesten Lösungsansatz und langfristige Investitionssicherheit. Also die Einführung des neuen ERP-Systems von Akkadon verlief wirklich unproblematisch. Wir hätten uns das bei weitem schwieriger vorgestellt. Vor allen Dingen die Datenübernahme hätten wir gedacht, dass das nicht so einfach geht. Aber es hat letztendlich alles gut geklappt. Natürlich mit den anfänglichen Schwierigkeiten, da musste man sich einfach zusammenfinden, um das, was wir dann wirklich abbilden wollten, auch dann tatsächlich installieren zu können. Aber im Großen und Ganzen hat wirklich es sehr gut geklappt. Sämtliche Vorgänge im Unternehmen, von der Angebotskalkulation und dem Einkauf bis hin zu der Produktion und dem Vertrieb von Verpackungen, all das werden von Akkadon Packaging unterstützt und abgebildet. Unsere Geschäftsprozesse sind durch Akkadon Packaging effizienter, einfacher und vor allem sicherer geworden. Wir sind mit der kompetenten Beratung und natürlich auch Erfahrung im Holzbereich mit Akkadon sehr zufrieden. Ja, ein eingeführtes ERP-System lebt natürlich auch von Weiterentwicklungen. Das werden wir sicherlich auch immer wieder in Angriff nehmen. Wir prüfen auch derzeit die Einführung von Statikprogrammen im Bereich Paletten und im Bereich Kisten. Das prüfen wir sehr eingehend und werden dann, wenn wir soweit sind, mit Akkadon nach einer Lösung suchen, um das zu implementieren. Also wir können Akkadon nur weiterempfehlen. Und damit ist eigentlich alles schon zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit Akkadon gesagt.